doppelt sind oder sich überlappen. Die kann weg. Ja, das ist wieder hin. Ja gut, muss reichen. So. Fakt ist, warum wollte ich diese Stadt so unbedingt haben? Muss ich nicht so sagen, ne? Ja! Und die Kriegerrüstung schauen wir uns natürlich auch an, mein Gott. Wenn ich sie finde. Oh! Neue Fähigkeit für sie! Hey! Auge um Auge ist drin, das kann er kriegen. Wo zur Hölle ist die Kriegerrüstung? Nach unten, ganz nach unten, ganz nach unten, ganz nach unten. Kriegerrüstung. Oh, nur ein wahrer Ritter darf diese Rüstung tragen. Alles klar. Gut, das heißt, wir dürfen jetzt... komplett zur Invincible zurück. Nein, halt, wir tauchen erstmal noch danach. Ich will erstmal wissen, ob wir die Karte jetzt wirklich komplett verloren haben. Dann soll das als Warnung für alle anderen dienen. Oder ob die da immer noch liegt. Wo war das? Hier irgendwo. Natürlich relativ mies, hier einen unsichtbaren Blubber hinzupacken. Ja, großartig. Nicht so ganz durchdacht. Ich gehe mal davon aus, dass die Karte jetzt weg ist. Also Leute, bevor ihr Schatz nach Schatztruhen grabt, sorgt dafür, dass ihr genügend Platz auch im Karteninventar habt. Wenn ihr auf Karten Wert legt. Schaut euch mich an. Ich habe die Invincible-Karte gab es vermutlich nur ein einziges Mal im Spiel. Dieses Mal. Das war der beste Chocobo-Schatz, den es gibt. Und ich habe es vergeigt. Ne? Also, achtet drauf. 100 Karten ist Maximum. Merkt's euch. Gut, dass ich nicht mehr vorhabe, Karten zu spielen. Wie gesagt, einfach als Warnung nehmen. Ihr wisst jetzt, wo man sie findet. Ich habe euch gezeigt, habe ich so. Ich habe euch das Bild der Karten nicht, wenn man die Werte nicht zeigen kann. Die Ultima-Waffe hatte ich übrigens selbst auch noch nie. Also, wie gesagt, dass ich die Chocobo-Dinger so weit durchsuche, habe ich noch nie gemacht. Das heißt, ich befinde mich auch schon ziemlich auf Neuland. Neuland. Ach, Gott, manche Witze werden mir halt. Okay, das hat mir jetzt zu viel gelaufen. Chocobo, mach mal. Ne, halt, warte, ich kann über die Berge, ich muss nicht. So. Halt, kann ich gleich mal in die Schmiede gehen. Schauen wir uns einfach nochmal an, ob wir uns neue Sachen schmieden können. Seht ihr, jetzt mache ich die ganze Scheiße doch jetzt schon. Aber, ja. Ich finde, es macht einfach keinen Sinn, eine Truhe erst zu schmieden und dann eine Truhe zu sammeln. Das macht einfach wirklich keinen Sinn. Und, ja. Vor allem, wenn man weiß, dass es eine Truhe mit irre gutem Inhalt ist. Ich wusste, dass man da seine ultimative Waffe findet. Und, gut, die Kriegerrüstung wusste ich jetzt nicht mehr, aber naja. Schmiede, du warst nicht die Schmiede. Du warst auch nicht die Schmiede. Schmiede, Schmiede, Schmiede war hier hinten. Ist übrigens nicht die letzte Schmiede im Spiel. Ist auch nicht die beste. Ein paar Sachen kann man erst ganz am Ende freischalten. Werden wir auch machen. So, Masamune. Machen wir, weil wir sie einfach nicht haben. Duellkralle ist neu. Und ist gut. Priesterstab ist neu, ist gut. Ja, dann ist Eolus, what the fuck? Eisenhandschuh brauchen wir. Goldmaske ist neu. Spangen, oh Gott. Kraftgürtel zerlegen, ihr seid doch des Wahnsinns. Mach ich. Ritterrüstung? Hab ich keine. Flammenringe herstellen. Können wir auch. Brauchen wir nicht. Haben wir. Edelsteine nach Belieben. Um einzelne Aufrufe zu stärken, wenn man möchte. Halt auf Kosten von Jadesteinen. So. Ich muss. Lichtprobe haben wir. Ich muss frei machen. Spangenhelm, Kraftgürtel und Eisenhandschuh. Spangenhelm geht.
Brauchen wir so. Eisenhandschuh, geht auch. Oh, sie kann. Oh, okay. Na ne, ist klar. Aeolus Armreif. Stärkt Wind. Und der Kraftgürtel. Ach ja. Das habe ich vergessen. So, den einen Stärkepunkt, den wir da verlieren, können wir auch verkraften. Armreif? Ach ja, hast du schon gleich so einen Scheiß. So, geben wir ihm einfach stattdessen den. Weiß nicht, was geben wir ihm stattdessen? Irgendwas in vergleichbaren Stärken mit gleichem Stärkewert, außer dem Dunkelkristall? Nein. Den geben wir ihm nicht, ich finde das lohnt sich nicht. Gut, geben wir ihm den Dunkelkristall. Dieser Zauber wäre zwar ein bisschen verschwendet, aber egal. So, und der Stechen. Gott, das klingt versaut. So, wow, wow, wow. Also, Stechen. War gerade irgendwas Leeres? Nein. Kann der? Mächtigster Helm überhaupt. Gewandtheit plus Zauber minus Zauberabwehr gegen hat Vollmond. Ich weiß nicht, ob Steiner Vollmond hat, deswegen warte ich mal noch. Hier gibt's nichts Neues, den Drakopanzer. Wow! Das ist Abwehr, meine Freunde. Ha, halt, nein, du da, herkommen. Duellkralle. Da. Noch mehr Angriffskraft. Maskenmütze, da haben wir mehr Auge um Auge. Die Goldmaske, Energieschub. Kann das nur er lernen? Also, gut, schauen wir einfach mal. Energieschub, da. Armreif, Aeolus. Wer kann das alles lernen? So, gut, wir schauen uns erstmal an. Ninja-Gewand hat er schon. Neue Accessoires hatten wir nicht gebaut. Ja, bei Gott, was hat er denn jetzt alles Neues gelernt? Also. Energieschub ist neu. Chakra zeigt höhere Effektivität. Saugeil. Okay. Für Werfen, Freunde, ist das sicherlich hammergeil. Werfen, ihr erinnert euch, eine Wurfwaffe wird geschmissen und verursacht enormen Schaden. Nicht unbedingt mein Favorite, weil ich einfach selten Werfen nutze. Während ich hier natürlich, wenn man ihn als, ich sag mal, als Sprit für Vivi benutzt, ist das hier eine mörderepische Fähigkeit. Weil dadurch natürlich auch die MP-Heilung, HP und MP-Heilung verstärkt wird. Extrem wertvoll, vor allem für nur 3 MP. Sollte man mitnehmen. Ansonsten. Jo, war's das. Ach ja. Ach ja, Duellkralle gibt Tobsucht. Ansonsten. Ach ja, bei ihr Hochsprung wollen, mussten wir gucken, was das bringt. Ich meine, klar, es wird irgendwie die Sprungfähigkeit verändern, aber. Oder verändern oder verbessern. Durchschlagskrafterhöhung vom Sprung. Kann der Sprung gut gebrauchen, da er sich ja allgemein nicht lohnt? Müsste man gucken, wie viel stärker er wird. Jedenfalls insgesamt ein sehr lohnende Schmiederunde. Kann man einfach mal so sagen. Und ja. Die Kriegerrüstung können wir Steiner geben. Dann kann Freya, wenn sie fertig ausgelernt ist, die Ritterrüstung tragen. Die ja auch sehr gute Abwehr liefert. Ja, und dann logiert sich das alles ziemlich gut aus. So, und jetzt erstmal ab zu unserem Schiffchen. Hey! Wir können Klippen hoch. Und zumindest diese Klippe. Achso, ja, natürlich, war ja Mountain Ability, der da drauf ist. So. Dann gehen wir jetzt hier drauf. Also, nicht wir gehen drauf, sondern wir gehen aufs Schiff. Ah, Gottchen. Dass das immer erst hochfliegen muss. Jetzt, warum kann ich unten bleiben? Vielleicht will ich ja unten bleiben. Wer weiß. Wechseln unsere Gruppenmitglieder zu Steiner. Und schauen, was da so drin ist in seiner tollen Rüstung. Steche und Vollmond hat er schon. Raveniere lernt er noch. Immer Regener, genau.
Kriegerrüstung. Ehrlich gesagt, gar nicht so toll. Außerdem hat er noch nicht ausgelernt. Das heißt, wir müssen wohl im Moment gehen wir mal mit dem Sortiment, bis er die hier ausgelernt hat bei der Karabiniere. Oh, und außerdem nichts da mehr. Ja, ich sockel Ability ab wieder rein, obwohl ich es eigentlich nicht muss. Einfach weil ich es kann. Ich werde eventuell zwischendrin wieder leveln, darauf rüste ich mich jetzt aus. Ja, also wieder so ein bisschen AP grinden und so. Töter, es werde Licht. Margon. Margon war nicht dabei, deshalb hat er kein Kram. Weihrauch, Tontauben, Bestientöter. Letztes Jahr Holzauge, Ability Up. Holzauge, hast du nicht auch Holzauge? Ja, ihr habt beide Holzauge. Dann lass du das nachsehen, weil Dingensens hat eh mehr Steinchen. Der liebe sie dann. So, das passt schon. Aufbrechen und ab dafür. Jo! Und ich denke, damit können wir dann für heute auch Schluss machen. Wir haben viel geschafft. Viel ist passiert. Entschuldigung bitte, eine Welt ist ausgelöscht worden. Schmieden haben wir erledigt. Treno ist der Latia abgeben. Ja, genau. Paar neue Fähigkeiten lernen. Wobei sich das eigentlich auch relativ gut nebenbei erledigt. Aber Herrgott, vielleicht ist mir ja langweilig und ich mach's. Und dann haben wir eigentlich wirklich nicht mehr so viel auf dem Zettel. Eventuell mache ich Quinias Frösche fertig. Das würdet ihr dann sehen, weil das Frösche sammeln, wie gesagt, würde ich wieder offscreen machen. Aber was passiert, würde aufgenommen werden. Also ich würde irgendwann bei 98, 97 Fröschen wieder einschalten, die letzten paar Frösche onscreen fangen und dann was passiert, passieren lassen für euch. Schauen wir dann. Seht ihr ja? Ich werde es mir überlegen, ihr seht es einfach, lasst es auf mich zukommen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, macht's gut und tschö tschö.